Wüste Schlägerei zwischen Polizei und Fußballfans. Rund 9 Monate vor der WM wurde das Derby in der brasilianischen Meisterschaft zwischen dem FC Sao Paulo und Corinthians von blutigen Auseinandersetzungen überschattet. Augenzeugen erzählen, dass die Gewalt im Morumbi-Stadion zur Pause begann. Sao Paulo-Fans warfen Gegenstände in den Gästeblock. Daraufhin schritt die Polizei ein, um die Krawalle zu unterbinden. Die Lage eskalierte. Medienberichten zufolge setzten die Beamten Tränengas und Gummigeschosse ein. Nach dem Spiel der beiden Rivalen, das 1:1 endete, gingen die Auseinandersetzungen weiter. Fans prügelten sich auf der Straße. Die Polizei nahm schließlich 21 Personen in Gewahrsam. Anhänger Sao Paulos und Corinthians waren in dieser Saison schon häufiger unangenehm aufgefallen. Bereits zuvor hatte es schwere Strafen gegeben.